Hallo! Herzlich willkommen im Jahr 2011. Seid ihr alle gut gerutscht? Na, ich hoffe doch sehr. ja, ein neues Jahr fängt an mit The Nosy Rosy. Ich habe allerdings erst jetzt in der zweiten Woche gestartet, da ich so doll gerutscht bin ins Jahr 2011, dass ich mir eine kräftige Erkältung zugezogen habe, die bis jetzt noch anhält. Aber jetzt ist es nur noch ein bisschen Schnupfen und Husten und so. Und na, das werde ich da, werden wir noch, also die Bazillen werde ich auch noch tot kriegen. Ja, deswegen, ich habe meine Buttons noch gar nicht verlost. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe die jetzt alle für mich behalten und habe meinen Pullover mit unzähligen von Pins selbst geschmückt. Nein, die kommen noch an euch. Ich muss auch noch ein bisschen üben für meine tollen, für die Prominenten, die ich danach machen möchte. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich suche mir einfach die raus, die ich einigermaßen noch am besten kann. Ja, die Gewinner lose ich dann aus. Also alle, die einen Kommentar gepostet haben, kommen dann in die, wie sagt man, Tombola, in die Losbox da. Und da werde ich dann irgendwie so viele Abonnenten rausfischen, die ich Buttons habe. Aber unser heutiges Thema ist ja outen oder nicht outen. Also ich muss erstmal selber sagen, dass ich nicht bei allen geoutet bin. Also ich habe das auch nicht immer persönlich gesagt, also ganz viele haben das dann über andere dann auch erfahren. Oder naja, zumindest muss ich dann irgendwie nur noch sagen, so ja, also du weißt ja eben, ich habe eine Freundin. Und damit war dann die Sache auch gegessen. Jetzt bei Jobs oder so, also mein letzter Job, der hat auch nur 2 Monate angedauert, habe ich mich nicht geoutet, weil das Thema kam nie zur Sprache. Also bei meinen besten Freunden bin ich erfolgreich geoutet. Das war mir persönlich mal das Wichtigste, weil, naja, dem vertraut man ja auch alles an und dem möchte man auch so seine Sorgen und so erzählen und ja, und deswegen war das eine sehr große Erleichterung, wo ich dann geoutet war. Und naja, ich kann das auch verstehen, eben eure Ängste. Auch wie Cassandra eben schon sagte, also eine Menge von euch haben ja Angst, dadurch vielleicht Leute zu verlieren. Und ich meine, genau das Gleiche hatte ich auch. Und irgendwie hatte ich auch gedacht, dass immer alle so ein schlechtes Bild von Lesben haben. Die Freunde, die euch deswegen, wegen eurer sexuellen Orientierung verlassen oder die euch einfach nicht so akzeptieren, wie ihr eben seid, die könnt ihr wirklich, wirklich vergessen. Weil die haben eigentlich nicht mit euch ein Problem, sondern die haben eigentlich mit sich selber ein Problem. Naja, dann sollten sie das erstmal selber lösen. Und mit sich selber ins Reine kommen. Vielleicht wird das nie passieren. Aber also so Freunde, die könnt ihr wirklich abschreiben. Und da, ich meine, ist eigentlich eine gute Methode, um herauszufinden, wer ist ein guter Freund und wer ist kein Freund. Ja. Und bei den Eltern, das war sie bei mir, also die erste, die es bei mir erfahren hat, wo ich mich geoutet habe, war meine Mutter. Weil ich habe eben zu meiner Mutter eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Und dann gibt es noch so Halbbekannte oder Halbfreunde irgendwie. Also die hat man dann kennengelernt, mit denen versteht man sich auch ganz gut und mit denen fährt man auf Zug und vielleicht trifft man sich dann auch mal auf einen Kaffee oder so. Also da habe ich ehrlich gesagt auch immer noch meine Schwierigkeiten, weil ich irgendwie nie weiß, wann der Zeitpunkt angebracht ist, zu sagen, ja, also ich bin lesbisch oder so. Ja, das ist immer so ein bisschen Problem. Und das Problem, muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, habe ich immer noch. Gerade letztens war ich mal auf einem Café mit einer Freundin, also eben mit einer Halbfreundin oder wie man es auch nennen will, auf dem Café und finde die auch ganz nett und so und naja, wir philosophieren so über Gott und die Welt so ein bisschen oder unterhalten uns halt einfach und naja, dann kommen schon so Themen zur Sprache irgendwie wie
ja, der Freund meiner Schwester oder ich feiere mit meiner Schwester, mit wem feierst du? Und dann überlegt man sich so, ja gut, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt angebracht zu sagen, ja, ich feiere mit meiner Freundin. Und dann kam aber gar keine Rückfrage und dann habe ich es dabei belassen irgendwie. Weil, naja, es sollte eigentlich nichts an unserer Freundschaft ändern. Aber ja gut, da sollte ich mich vielleicht auch mal ein bisschen mehr an der eigenen Nase nehmen und sagen, Laura, raus mit der Sprache, weil ein bisschen Schiss ist bei mir immer noch übrig. Also, weil ich möchte das ja eigentlich auch nicht so, ich möchte es auf einer unkomplizierten Basis lassen oft. Naja, auf jeden Fall steht bei mir fest, wenn ich jemanden richtig gut kenne, dann möchte ich auch, dass der oder diejenige das weiß. Früher hatte ich immer so ein bisschen Probleme, gerade auch bei Frauen, denen das zu sagen, weil ich irgendwie dachte, dass die dann denken, ach du meine Güte, jetzt die Laura, jetzt muss ich noch bei der aufpassen, dass die nicht über mich herfällt, weil die ist ja lesbisch. Und dass die da irgendwie so, ja, irgendwie dann Berührungsängste entwickeln oder so. Dabei ist es ja so, dass wenn ich jetzt halt auf Frauen stehe, dass ich deswegen noch lange nicht jede einzelne Frau attraktiv finde. Nein. So ist es nicht. Und bei Männern hatte ich oft auch manchmal, das ist auch blöd, das habe ich jetzt noch nicht mehr bedenken, ja gut, ich meine, warum unterhalten die sich dann groß mit mir? Vielleicht, wenn ich denen sage, dass ich lesbisch bin, dann wollen sie nichts mehr mit mir zu tun haben, weil sie vielleicht ja nur interessiert an mir sind, weil sie sich vielleicht was erhoffen. Aber schlussendlich kann man das auch wieder positiv sehen. Weil, naja, dann wissen alle ganz genau, wo sie dran sind. Und dann kann man sich bei Männerfreundschaften sicher sein, dass die nicht da sind, weil sie irgendwie was von einem wollen. Also, ja, lass mal gucken, was haben wir denn noch Schönes? Naja, kann ich einfach dazu sagen, also, man wird entspannter mit der Zeit. Weil man das Ganze immer mehr akzeptiert. Und das ist ja auch das Ziel, das zu akzeptieren. Und klar wird man immer wieder vor Probleme stoßen mal und so, aber ich kann euch wirklich sagen, es ist ein verdammt befreiendes Gefühl, nicht mehr Verstecken spielen zu müssen. Geht lieber in die Schauspielschule, als im richtigen Leben die ganze Zeit zu schauspielern. Weil, naja, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ihr solltet euch in eurer Haut wohlfühlen. Und um das zu erreichen, müsst ihr einfach wirklich euch mit allen Fehlern und Ecken und Kanten akzeptieren. Und naja gut, ich meine, es ist einfach, ja, das ist nicht einfach und das schaffen die meisten Menschen nicht bis an ihr Lebensende. Aber was vielleicht noch ganz hilfreich ist, wenn ihr euch nicht so akzeptiert, wie ihr eben seid, was bringt das? Gar nichts. Ihr könnt euch verbiegen und euch Masken aufsetzen und so weiter und so fort. Aber was bringt das? Ihr spielt anderen was vor, damit ihr den anderen gefällt. Und vielleicht gefällt und wahrscheinlich gefällt ihr dann gerade denen, die gar nicht auf eurer Seite stehen. Also, wenn ihr die Maske abzieht, dann sind die weg, weil die kennen ja gar nicht euer richtiges Ich. Ja. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Fieber und fasel jetzt hier so ein bisschen zusammenhangslos rum. Aber ich glaube, das ist gesagt. Ich habe gesagt, was zu sagen ist. Und ich bin gespannt auf Jens Meinung dazu. Obwohl, ich glaube, ich weiß schon, dass Jen beim Outing, glaube ich, nicht mehr so Probleme hat. Die ist da, glaube ich, sehr souverän. Da sollte man sich ein Beispiel dran nehmen. Also, bis nächstes. Okay, also, bis dann. Tschüss, macht's gut, schöne Woche.